Die TU Kaiserslautern freut sich sehr darüber, zusammen mit den Hochschulsporteinrichtungen in Mainz und Koblenz-Landau ein gemeinsames Bewegungsangebot anbieten zu können. Ich wünsche Ihnen heute viel Spaß bei der heutigen Fitnesseinheit unseres Hochschulsports in Kaiserslautern. Bleiben Sie gesund, halten Sie sich fit und bis bald. So, dann hallo und herzlich willkommen zum Rheinland-Pfälzischen Sportprojekt hier heute aus dem Unisport in Kaiserslautern. Mein Name ist Claudia, wir machen ein kleines Intervall-Workout zusammen, 3 Tabata-Sätze, also 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause, in denen wir immer 2 Übungen kombinieren. Wir machen uns erstmal etwas warm. Viel Spaß! So, die Beine sind wie immer ein bisschen gebeugt, der Bauch fest, atmen und die Schultern nach hinten. Ellbogen kommen dazu, große Kreise. Es geht auf die Oberschenkel, Rücken rund und tief. Alle Wirbel durchbewegen. Nach oben, seitlich tief. Und es geht in die Drehung, Hüfte mitnehmen. Schiebt euch lang zur Seite. Eine Etage tiefer noch. Knie hoch, Ellbogen nach unten. Immer noch Spannung im Rumpf. Und wechselt. Noch 4. Anfersen. Knie zieht zum Po. Standbein ist leicht gebeugt. Noch 4. Und wechseln. 4. Breite Kniebeuge. Knie bleiben hinten. Ganzer Fuß drückt in den Boden. Und im Wechsel ein Fuß zurück. So, letzte Runde davon, noch 8. Ich glaube, ihr müsst ein bisschen wärmer werden. Welcome to Bodycross. Your workout starts in 5, 4. Ganz so schnell sind wir nicht. Einmal durchatmen. Welcome to Bodycross. Your workout starts in. So, erste Übung. Breite Kniebeuge. Hand kommt diagonal nach unten und strecke. 20 Sekunden. Der Rücken bleibt gerade. Wer mag, springt nach oben. Fersen drücken in den Boden. So, Kombinationsübung. Liegestütz. Wir gehen tief. Mit der Ausatmung hoch. Und öffnen. Mit der Ausatmung hoch. Und öffnen. Wer möchte, geht auf die Knie. Der Bauchnabel bleibt immer oben. Und stützt euch aus der Schulter. So, es geht wieder hoch. Andere Seite, breite Position.
two, atmen, one, go. Auf, strecken. Und wer mehr mag, der springt nach oben. Auch dabei atmen. Liegestütz, andere Seite öffnen. 5, 4, 3, 2, 1, go. Tief, mit der Ausatmung hoch und aufdrehen. Wieder, wer mag, macht das Ganze auf den Knien. Hälfte geschafft von der ersten Übung. Four, three, two, one, go. Auf geht's. Kommt schön tief, nicht nur mit dem Oberkörper nach vorne. Atmen. Und wieder nach unten. 5, 4, 3, 2, 1, go. Bauch ist fest. Tief. Hoch. Öffnen. Einmal noch jede Übung auf der zweiten Seite. Auf geht's. Und die letzten 20 Sekunden. Hier noch einmal mehr. Die Liegestütz. Spannung. Sehr gut. Erste Runde von dreien geschafft. Weiter geht's mit dem zweiten Intervall. Ganz kurz durchatmen. Five, four, three, two, one. Welcome to Body Cross. Your workout starts in five, four. So, zweite three, Übung. Two, Ausfallschritt. Go. Wir gehen tief und entweder ihr bleibt im Ausfallschritt oder ihr kickt nach vorne. Beziehungsweise zwischendrin die Variante einfach halten. Wir wechseln direkt Five, auf die four, andere Seite. Three, two, one, go. Und weiter geht's. Auch hier das vordere Knie bleibt hinten. Links ist mein Gleichgewicht nicht so gut. Und ihr könnt natürlich das Ganze gerne schnell ausführen. So, jetzt geht's wieder nach unten. In den Bankstütz. Unterarme auf dem Boden. Spannung halten. Und ihr versucht, ein Bein abzuheben. Wenn es nicht mehr geht, legt's ab. Wenn das nicht mehr geht, legt die Knie ab. Aber 20 Sekunden. Probiert ihr mal durchzuhalten. 10 Sekunden, ein paar Schnaufen. 5, 4, 3, 2, 1. Und die andere Seite. Abheben. Bauchnabel ist fest nach oben gezogen. Und atmen. Thank you.
Hälfte geschafft. Auch schon insgesamt die Hälfte. Kurzes Workout. 3, 2, 1, Ausfallschritt. Mit, ohne Kick. Wie ihr wollt. Einmal noch wechseln. 5, 4, 3, 2, 1. Auf geht's! So, und noch zwei Runden Bankstütz. 5, 4, 3, 2, 1, go. Wieder eine Seite abheben. Wer mag, zieht das Bein seitlich nach vorne. Bleibt tief mit dem Po und atmet. Zehn Sekunden atmen. 5, 4, 3, 2, 1. Und go. Die andere Seite. Einmal mehr. Ansonsten versucht den Bankstütz zu halten. Rest. Sehr gut. Wieder kurz durchatmen und dann gehen wir schon in die letzte Runde. Dafür geht's in Bauchlage und wir machen quasi Hampelmann. Öffnen und schließen. Die komplette Rückseite ist angespannt. Atmen und dreht sich auf den Rücken, Bauch in der Kombination, der Käfercrunch. Wir wechseln, immer ein Knie angezogen, der untere Rücken bleibt in Kontakt. Wenn ihr weiter oben bleibt, wird es ein bisschen leichter und wenn ihr tiefer geht, ein bisschen schwerer. Wieder zurück in die Bauchlage. 3, 2, 1, go. Auf geht's. Spürt die Spannung im Po-Oberschenkel und im unteren Rücken und auch in den Schultern. Rollen uns wieder auf die Rückseite. 5, 4, 3, 2, 1, go. Und weiter geht's. Versucht mit den Schulterblättern oben zu bleiben und die Spannung im Bauch zu halten. Hälfte geschafft. 5, 4, 3, 2, 1, go. Nochmal Spannung und ziehen. Atmet weiter. Nochmal drehen. 5, 4, 3, 2, 1. Spannung. Go. Auf geht's. Passt euer Tempo an.
Letzte Mal. Pro Übung. Noch einmal der Hampelmann. Und die allerletzte Runde Käfer crunched. Noch ein bisschen entspannt. Noch 20 Sekunden. Zu geben. Sehr gut. Gut, man atmet durch, bleibt noch kurz in dieser Position, zieht einmal die Knie zur Brust, tief durchatmen. Arme seitlich ablegen, beide Beine zu einer Seite, guckt in die andere Richtung. Und wechseln. Drückt die Schultern auf den Boden. Zurück zur Mitte, einmal übers andere drüber schlagen und anziehen. Spürt im Po einen leichten Zug. Und wechseln. Lösen, Arme hochrollen, wir drehen uns noch mal kurz um, bewegen wieder alle Wirbel durch. Nach oben aufrollen, nimm Stand, zieh. Nach oben. Und langsam nach hinten kreisen. So, und wie immer strecken. Wir ziehen uns noch einmal lang. Atmen ein und mit der Ausatmung fallen lassen. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass ihr dabei wart. 15 Minuten Workout aus Kaiserslautern. Ich hoffe, bei den anderen Hochschulen seid ihr auch noch mit dabei. Macht's gut, viel Spaß und tschüss aus dem Unisport in Kaiserslautern. Ciao!